Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute steht die Entscheidung in der Gruppenphase der Champions League an. So kann man es betiteln, denn der FC Bayern München muss heute gegen Inter Mailand. Und wir schauen mal ganz kurz auf unsere Gruppe D, in der wir uns befinden. Das sieht sie folgendermaßen aus. Also, Inter Mailand und die Bayern sind beide schon sicher im Achtelfinale, beide 10 Punkte. Zenit und Feyenoord Rotterdam kämpfen um die Europa League. Allerdings das Spannende ist heute, der was heute gewinnt, der wird wahrscheinlich Gruppensieger werden und geht damit einem Top-Los im Achtelfinale erstmal aus dem Weg. Und deswegen werden heute hier beide extrem fighten und extrem unbedingt gewinnen wollen. Ich liebe manchmal mein Deutsch. So, die Bayern spielen rot, Inter Mailand ebenfalls im Heimtrikot. So, wir spielen natürlich auf Legende, und zwar schön abends um 20.30 Uhr im San Siro in Mailand. Und jetzt ganz kurz die Aufstellung. Robert Lewandowski vorne bei den Bayern, links Corentin Tolisso, rechts Arjen Robben. Das Mittelfeld heute mit James Rodriguez, Thiago Alcantara und Arturo Vidal. Und die Abwehr mit David Alaba, Rafinha, Jerome Boateng und Mats Hummels. Und im Tor Bayerns Nummer 1, Manuel Neuer. Also, das war die Aufstellung der Bayern, und damit gehen wir kurz ins Freistoßtraining mit James Rodriguez, und dann gehen wir gleich rein ins Spiel um den Gruppensieg. Also, das San Siro ist pickepacke voll. Topspiel in Mailand. Inter Mailand gegen den FC Bayern München, und eins ist klar, die Bayern haben mit Inter Mailand natürlich noch so eine Rechnung zu begleiten. Viele wollen sich nicht zurückerinnern an 2010 war es, als die Bayern im Finale gegen Inter Mailand im Santiago Bernabeu verloren haben in der Champions League. 2:0 damals, Diego Milito, der Doppeltorschütze, der den Bayern den Pokal aus den Händen riss. Ja, deswegen, die Bayern wollen heute gewinnen. Das erste Spiel in München ging 1:1 aus. Die Bayern waren gut, Inter Mailand allerdings mit dem Tor. Und somit muss man heute alles geben auf Seiten der Bayern. So, Handanovic ist auch bereit, ein ziemlich starker Torhüter, der sehr viel hält. Und jetzt geht's also los. Anstoß für die Italiener, und damit läuft das Topspiel der Gruppe D. Es geht um den Gruppensieg. Es geht um den Gruppensieg, und beide wollen ihn haben. So, Tolisso überrumpelt erstmal den Gegenspieler. Die Bayern beginnen druckhaft. So, da ist Tolisso mit der Flanke in die Mitte. Keiner da. Weder Lewandowski, noch Arjen Robben, noch James Rodriguez. Keiner ist reingelaufen gewesen, aber die Bayern holen sie bald sofort zurück. Da ist Arjen Robben. Robben versucht sie gegen Perisic zu behaupten, hat das Duell. Und Robben verliert den Ball. Und Inter Mailand jetzt am Drücker, aber Hummels dazwischen. Also hier geht es auf jeden Fall schon mal ziemlich giftig los. Nächste Chance für die Bayern. Thiago sieht Lewandowski, und er hat schon die Chance, und kein Pfiff. Wird am Abschluss gehindert, und dann kommt kein Pfiff. Klar, die meisten haben jetzt schon gehofft, hier Elfmeter, aber nein. Schiedsrichter sagt nein. So, João Mario hat hier Vorsprung vor David Alaba, aber die Flanke ist nicht gut genug. Und was macht der Boateng da, Junge, Junge, Junge? Perisic am Ball, Boateng scheint heute noch nicht ganz auf Höhe zu sein. Hummels köpft den Ball raus, und dann oioioi. Schrecksekunde hier für die Bayern, und weiter geht's. Tolisso mit einem blöden Ballverlust. Viel Platz für Inter Mailand. Die marschieren da fast durch, und Riesenparade von Manuel Neuer. 10 Minuten gespielt. Es ist richtig Feuer drin heute im Spiel. Und Jerome Boateng, der muss ein bisschen den Kopf klar kriegen. Was hat er denn da vorhin gemacht? So, Eckball für Inter Mailand. Kommt von Perisic, geht an die Kante des Strafraums. James Rodriguez schnappt ja den Ball, spielt Robben an, aber naja, der hat leider nicht mitgedacht. Aber er hat ja besser mitgedacht, die Chance ist da, der Ball ist nicht im Aus. Hummels muss jetzt klären. Inter Mailand drückt extrem auf die Führung. Aber die Bayern versuchen jetzt zu kontern. So, ab geht's, Corentin Tolisso. Verfolgt von João Mario, der ist natürlich ein bisschen schneller als Tolisso. Und weiter geht's über Arturo Vidal. Da müssen wir es erstmal ein bisschen langsamer sortiert angehen. So, da ist Thiago, James und Lewandowski. So, Rafinha geht auch mit vor, wieder Lewandowski. Ah, ja, das darf eigentlich nicht passieren. Riesenglück hier für die Bayern.
Das hätte teuer werden können und es läuft nicht. Inter Mailand tut das, was sie am besten können. Sie tun deutschen Mannschaften immer sehr, sehr weh gegen die, was sie spielen. Und jetzt mal Arjen Robben mit dem Ball gewinnen. Jetzt hat er die Chance. So, Robben, Ball kommt an bei James Rodriguez aus Materas. Rodriguez will den selber machen. Nein, macht ihn nicht. Lewandowski war mit dabei. Der hat, und von hinten kam noch Arturo Vidal wahrscheinlich. James Rodriguez mit der schlechtesten Abschlussmethode. Trotzdem, gute Chance für Bayern. So, Robben mit dem Eckball. Lewandowski. Uiuiui, ui, den erwischt er absolut gar nicht gut. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Vielleicht war auch abgefälscht. Nein, leider auch nicht abgefälscht. Ball ging wirklich so weit vorbei. 20 Minuten durch. Die Bayern konnten sich jetzt erstmal die letzten 5 Minuten ein bisschen Luft verschaffen. Nach dem Sturmlauf von Inter Mailand. So, da ist Arjen Robben. Lewandowski wieder zurück zu Robben. Ab geht's nach vorne. Aber sofort wieder der Ball vor. Das ist Inter Mailand. Die stehen schon gut. Und jetzt Achtung. Perisic im 16. Perisic gegen Rafinha. Ah, den lässt er erstmal stehen. Jetzt ist die Chance da und die Riesentorchance. Geht am langen Pfosten vorbei der Ball. Heieiei, die Bayern schwimmen heute in der Abwehr extrem. Also Jerome Boateng, Rafinha, Mats Hummels auch in der einen oder anderen Situation machen keinen guten und sicheren Eindruck. Das kann noch ganz, ganz böse ausgehen für die Bayern. So, da ist Thiago. Der sucht und findet Arturo Vidal. So, geht Thiago mit. Rodriguez, Tolisso. Tolisso will sich jetzt natürlich mal ein bisschen zeigen. Da ist Arturo Vidal. Vidal, Robben winkt zwar, aber... So, Vidal läuft bis an die Auslinie. Flanke nicht gut. Hereingabe sehr gut und die Chance für die Bayern. Robben mit der direkten Abnahme. Und wer war da im Weg? Das wäre wahrscheinlich das 1-0 gewesen. Und da ist ein Gegenspieler im Weg. Glück für Inter Mailand. Eckball gibt es trotzdem für die Bayern natürlich. So, da werden wir ja die kurze Variante anspielen. So, und jetzt Rafinha mit der Hereingabe. Handanovic ist zur Stelle. Zu nah die Flanke an den Torwart gespielt. Weiter geht's mit Einwurf für den FC Bayern München. Da ist Tolisso. Da ist Thiago. Vidal. Rafinha. James. Rodriguez. Rodriguez probiert's wieder abgefangen. Heieiei, also es ist echt ein extrem schweres Spiel für die Bayern. Die tun sie gegen italienische Teams immer schwer. Und hier das Bein zur rechten Zeit am rechten Ort. So, Robben, nächster Eckball für die Bayern. Hoch hinein, Lewandowski kommt nicht hin. Hummels kann nachsetzen, da kommt nochmal Robben. Robben, gut gespielt, Boateng. Ja, ist klar, wenn er durchkommt, dann gibt es eine riesen Torchance für Jerome Boateng. Aber so... Bleibt erstmal beim... Oh, Robben! Ja, will da den Ball stibitzen. Gelingt ihm aber nicht. Also, so bleibt es erstmal beim 0:0. Beide Teams schenken sich nicht viel. Am heutigen Tage. Vor allem, sie schenken sich nichts ein. So, jetzt Arturo Vidal. Da startet Robben. Jetzt mal auf der linken Seite. Vielleicht hat er da ein bisschen mehr Glück, aber bleibt direkt an Santon hängen. Weiter geht's über João Mario. So, 5 Minuten. Dauert die erste Halbzeit noch, dann geht es rein in die Halbzeitpause. Ja, was nehmen wir aus dieser ersten Halbzeit, mit? Die Bayern haben die ersten 5 Minuten gut begonnen. Dann kam der Sturmlauf von Inter Mailand. Die hätten da das 1:0 machen können. Und jetzt die letzten 5 Minuten, die flachen jetzt so ein bisschen ab. Vielleicht haben doch beide viel Kraft investiert und können deswegen nicht mehr Vollgas geben. Diesen letzten 5 Minuten. So, da ist Robert Lewandowski. Und ein Tolisso. Starker Pass zu Tolisso. Aber das war eine starke Grätsche gegen Tolisso. Also man muss den Italien 1 lassen. Zweikampfstark sind sie heute auf jeden Fall. Und jetzt Achtung. Nochmal die Chance für Inter Mailand. Aber gut gemacht. Alaba holt sie die Kugel. So, 3 Minuten gibt es oben drauf. Mal schauen, ob hier noch eine Torchance entsteht.
Gut gespielt von Lewandowski und Arturo Vidal. Vidal sucht James Rodriguez. Der Pass ist zu lang. Der Ball im Aus. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also, Schluss ist mit den ersten 45 Minuten. Der FC Bayern München und Inter Mailand. Die beiden schenken sich heute nicht viel. Beide wissen natürlich, es geht um den Gruppensieg. Und Inter Mailand hat momentan so ein bisschen die Nase vorn, weil die eben eine bessere Tordifferenz haben als der FC Bayern München. Und somit müssen die Bayern heute eigentlich gewinnen. So, die anderen Ergebnisse schauen wir uns nach dem Spiel dann vielleicht kurz an. Thiago ist schon ein bisschen am Ende. Ich glaube, da muss ich mal wechseln. Also Thiago runter und wir bringen Martinez. Ja, Javi Martinez. Also es wird defensiver bei den Bayern. Aber wer weiß, Javi Martinez, Kopfball stark. Kann sich natürlich vorne bei der einen oder anderen Flanke natürlich mit einschleichen. So, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Der Anschluss zur zweiten Halbzeit ist erfolgt. Die Bayern hier zu Gast im San Siro in Mailand. Und es steht zur Halbzeitpause zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand 0:0. So, das war eigentlich ein Foulspiel. Schiedsrichter sagt, nö, das war internationale Härte. So, Robben am Ball. Versucht sie hier gegen Ansaldi, bleibt aber hängen. Einwurf trotzdem ausgeführt von den Bayern sofort. So, da ist Robben zu Rafinha. Rafinha mit Platz. Und mit einem ziemlich, ziemlich schwachen Abschluss. So, hier sehen wir James Rodriguez. Ja, auch er hat heute noch keinen Ball aufs Tor bekommen. In die Nähe ja, aber aufs Tor bis jetzt noch keinen. Handanovic hat allgemein heute noch relativ wenig zu tun gehabt, weil seine Abwehr heute wirklich Glanzarbeit leistet bis jetzt. So, und weiter geht's mit Inter Mailand. Da ist schon Mario. Oh, Icardi verliert den Ball. So, jetzt die Chance. Wenn sie es gut spielen, die Bayern, dann kommen wir es gut selber raus. Aber Lewandowski kommt nicht vorbei am Gegenspieler. Ja, da waren natürlich zwei Stück bei Lewandowski. Einer stehen geblieben, einer läuft mit. Und dann ist die Chance wieder vorbei. Aber sie kommt schon wieder. Arturo Vidal. Vidal nimmt Maß! Und schließt ab aus gut 25 Meter. 54. Minute. Starker Abschluss von Vidal. Diesmal keiner in der Nähe, der den Ball abfälschen kann, aber Handanovic, da zeichnet er sich dann doch aus. Mit einer richtig starken Parade. So, Ecke für die Bayern. James Rodriguez. Hoch hinein. Gibt Abstoß. Robben zuletzt am Ball. Ja, hier mal das San Siro von oben. Und hier sehen wir es beim nächsten Mal. Das nächste Topspiel. Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Das wird auch ein heißes Ding, aber so weit sind wir noch nicht. Heute erstmal irgendwie im San Siro ein Tor schießen. Das wäre das Wichtigste. So, jetzt aber erstmal. Ah, Tolisso kommt nicht ran. Inter Mailand macht das echt richtig, richtig gut. Das muss man denen ja einfach lassen. So, aber Martinez auch. Der holt sich nicht hier den Ball. So, Martinez. Was macht er jetzt raus? Tolisso läuft da leider nicht gut mit, aber die Bayern bleiben am Drücker. So, da ist James Rodriguez. Da ist Lewandowski. Lewandowski! Handanovic, Glanzparade. So, Robben, weiter geht's. Die Bayern versuchen jetzt mal ein bisschen Druck aufzubauen. Mit Glück kommt der Ball bei Rafinha an. Sieht Arturo Vidal, legt ab. Wieder einen Weg. Dass da auch immer ein Italiener im Weg stehen muss. So, und jetzt Achtung, wir sind weit aufgerückt. Perisic kann rennen zu Icardi gegen Boateng. Boateng macht er gut und holt den Einwurf raus. So, Wechsel gibt's bei Inter Mailand. Ich glaube, wir werden auch mal wechseln bei der Gelegenheit. Kondogbia kommt, Medel geht runter. Und wir wechseln auch die letzten beiden Male. Ich weiß noch nicht so genau, wen oder was. Ich muss eigentlich Lewandowski drauflassen, wobei ich gerne Müller bringen. Ich muss Müller bringen. Lewandowski hat heute noch kein Glück gehabt. Dafür Thomas Müller jetzt rein. Und außerdem, ja, Sanchez für Vidal. Vidal ist zwar gut drauf gewesen, aber ich muss noch mit ein bisschen frischeren Leuten probieren. Also Thomas Müller und Renato Sanchez kommen. Arturo wieder und Lewandowski wieder runter. Ja, man muss was probieren. Ob wir jetzt hier und heute verlieren, ist eigentlich egal. Weil ein Unentschieden, mit dem kann man eigentlich auch relativ wenig anfangen. Deswegen müssen wir ein bisschen was probieren. So, Robben, Müller ist mit dabei. Müller, nein, nicht die gute Ballannahme. Ah, Thomas Müller, klar, ist nicht unbedingt der technisch höchst begabteste Spieler.
Aber trotzdem, wenn er den gut annimmt, dann gibt es eine gute Torschance. So, weiter geht's. James Rodriguez. Da startet Martinez, ein Kollege. Martinez zu Rodriguez. Rodriguez zu Renato Sanchez. Sanchez nimmt Maß! Aber Handanovic ist wieder zur Stelle. 67. Minute. Renato Sanchez gut abgeschlossen. Aber Handanovic ist zur Stelle. So, nächste Ecke für die Bayern. James Rodriguez. Ja, da bekommt er den Ball nochmal zurück. Flanke ist zu weit. Tolisso kommt nicht ran, aber Alaba nochmal. Die Bayern bleiben jetzt erstmal am 16er von Inter Mailand. So, da ist Jerome Boateng. Boateng, Boateng! Uiuiuiuiuiui. Sanchez wäre mitgelaufen gewesen, 2 Meter weiter. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Da, ein Pass in diese Lücke und Sanchez hat die Riesentorchance und ich weiß nicht, was Boateng bei diesem Schuss getrieben hat. Der geht auf jeden Fall meilenweit vorbei und jetzt Achtung, Tolisso lauert da auf den Fehler und die Bayern holen sie. Weiß auch Müller mit dem Abschluss, Müller und Handanovic. Wow, das war eine gute Chance und stark pariert von Handanovic. Aber Achtung, James Rodriguez, die Beine drücken jetzt richtig aufs Tempo. Müller, wieder ist er, Thomas Müller, jetzt ist er drin und die Bayern führen im San Siro. Thomas Müller, 73. Minute. Die Bayern führen im San Siro gegen Inter Mailand. Kein Abseits. Müller schließt direkt ab. Und da ist das Tor für die Bayern. Rein ins Netz. Und ab zum Jubeln. Ein sehr, sehr wichtiges Tor für den FC Bayern München. Thomas Müller, der Joker sticht. Das richtige Näschen vom Trainer. Lewandowski war schon ein bisschen am Ende. Und dann bringt der Thomas Müller. Der macht sein Tor. Und jetzt wären die Bayern aktuell auf Platz 1. Hätten 3 Punkte Vorsprung vor Inter Mailand. Das wäre eigentlich schon so gut wie der Gruppensieg. Und das wäre natürlich wichtig. Damit würde man, wie gesagt, einem Hammerlos im Achtelfinale erstmal eher aus dem Weg gehen. So, Robin, das ist ein Vorspiel. Nein, das war kein Vorspiel. Und Achtung, Neuer zur Stelle. Puh. So, aber jetzt die Bayern versuchen natürlich sofort zu kontern. Klar, Inter Mailand muss jetzt nochmal die Kräfte mobilisieren, muss jetzt natürlich nochmal ein bisschen aufmachen. Und Sanchez sucht Tolisso mit diesem Ball, aber wird sofort abgefangen. Und jetzt Achtung. Hummels gut. Versucht dann noch ein bisschen nachzudrücken. Oh, oh, stark gemacht hier von Icardi. Jetzt spielt Inter Mailand das natürlich ganz groß runter. Und Neuer sucht und findet Tolisso. Oh, das sind so überhastete Pässe. Aber jetzt die Chance. Hoher Ball zu James Rodriguez. So, Müller muss mitlaufen. James mit dem Ball zu Tolisso. Die Chance zur vielleichtigen Entscheidung. So, Tolisso. Corentin Tolisso. Das war eigensinnig. Er wollte Handanovic überraschen. Jeder hatte mit dem Pass in die Mitte zu Thomas Müller oder Martinez gerannt, aber Tolisso probiert es auf eigene Faust. So, Eckball für die Bayern nochmal. 8 Minuten nur noch zu spielen. Robben. James. Und Handanovic. So, langer Ball nach vorne. Gut geklärt aufs erste von Boateng, aber Achtung. Sofort kommt Inter Mailand mit großen Schritten und die Bayernabwehr, die ist schon müde. Die ist schon müde, aber Boateng und Kim und Rafinha lassen sich hier ein bisschen leicht übertölpeln. Rafinha gut, Rafinha Foulspiel. Freistoß Inter Mailand. 4 Minuten vor dem Ende. Oi, oi, oi. Das ist jetzt natürlich nochmal etwas, was die Bayern nicht brauchten. So, Freistoß Inter. Kommt gut rein, kommt mitten in die Weintraube rein. Boateng ist zur Stelle und dann hauen sie den Ball erstmal raus. So, und jetzt, nein, Konterschuss ist noch nicht da. James Rodriguez probiert sie. Uiuiui, das sind harte Zweikämpfe jetzt zum Schluss noch. Da gibt es schon mal den ein oder anderen Ellbogen. So, aber Robin holt sie bei. So, Robin zu James. Der verliert den Ball. Ja, die können nicht mehr, die Jungs. Robin und Sanchez sind extrem viel gelaufen. Robin und Rodriguez sind extrem viel gelaufen. Und oh, so leicht braucht man den Ball dann doch nicht verlieren. So, und jetzt Achtung. Inter Mailand drückt nochmal. Die letzten Minuten laufen. Nachspielzeit läuft. Nochmal der lange Ball. Alaba. Stark. So, Tolisso. Alaba. Alaba haut den Ball noch weg. Schafft es nicht.
Nochmal hinter Mailand, Sanchez gut und jetzt laufen die letzten Sekunden. Die Bayern kurz vor dem Sieg. Nochmal mit der Chance. Robben zu Sanchez, der ist nur frisch genug. Sanchez mit der nichtigen Entscheidung. Das gibt es doch nicht. Pfosten. Und dann war es das trotzdem. Die Bayern schlagen hinter Mailand mit 1:0. Und sind damit eigentlich so gut wie Tabellenführer und Gruppensieger der Gruppe D. Das war ein hartes Stück Arbeit für die Bayern. Das war ein wirklich hartes Stück Arbeit. Zum Schluss hat es sich ausgezahlt. Sie haben viel Kraft investiert am heutigen Tage. Aber zum Schluss ist er hier, der goldene Torschütze. Thomas Müller kommt für Robert Lewandowski und macht hier sein Tor. Glückwunsch an die Bayern. Wichtiger Sieg in der Gruppenphase. Und damit ist das eigentlich nun... ja, der Gruppensieg. So, hier nochmal Manu Neuer mit der Glanzparade. Es war ein hartes Spiel. Also wir tun uns gegen Inter Mailand immer schwer. Das haben wir im Hinspiel gesehen. Das haben wir uns heute wieder im Rückspiel gesehen. Ich hoffe, dass wir in der K.O.-Phase nicht nochmal gegen Inter Mailand müssen. So, bester Spieler James Rodriguez heute bei den Bayern. Also ich hoffe wirklich, dass wir nicht mehr gegen Inter müssen, weil das ist echt unschön. Gut, dann schauen wir ganz kurz auf die Tabelle in der Champions League. Moment, wo haben wir sie denn? Hier, gut, also Gruppe D. Ja, jetzt mal die FIFA-Experten an euch. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich verliere und Inter Mailand gewinnt? Zählt die Tordifferenz oder zählt der direkte Vergleich? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil wir haben ja eigentlich jetzt gegen Inter Mailand gewonnen und müssten ja damit eigentlich vorne sein. Weil das Hinspiel in Anführungszeichen ging 1-1 aus, jetzt haben wir 1-0 gewonnen. Also den direkten Vergleich hätten wir gewonnen, aber die Tordifferenz... weißt du, was zählt so als Tordifferenz oder direkter Vergleich in der Gruppenphase? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Gut, das war's für heute. Morgen Topspiel gegen den BVB. Es hört einfach nicht auf mit den Topspielen. Egal, wir mögen uns nicht beschweren. Morgen geht's weiter. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis morgen. Ciao.